Ja, da geht aber so langsam, aber sicher hier der Platz flöten hier drinne. Aber gewaltig. Nee, das lassen wir weg. Das lassen wir weg. Ich werde mir dann auch was anderes überlegen, um das zu dekorieren, aber das hier ist zu heftig. Das hier ist zu viel. Eindeutig too much. Sollte sich ja da drin auch noch bewegen können. Nach Möglichkeit. So. Dann können wir uns eigentlich auch gerade noch um den Boden hier kümmern. Da sind jetzt natürlich überall Löcher im Boden, weil ich diesen Erdüberhang nur rein provisorisch dahin gehangen habe. Muss mir auch nicht ausfüllen unbedingt. Ist ja jetzt eher unwichtig, sag ich mal. So. Okay. Ja, das sieht ganz gut aus mit diesen... Ach, ein Creeper, hallo. Sieht ganz gut aus mit diesen gemeißelten Steinziegeln. Ich könnte natürlich da unten Glowstone überall reinpappen. Damit hier nicht so viel Zeug spawnt. Ah, der hat einen verzauberten Bogen. Da guck mal einer an. Das kann ich tun. So. Räumen wir hier mal ein bisschen auf. Yes, ist 3 Schläge mit dem Diamantschwert. Ganz schön zäh. So. 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 Alles tot. Wunderbar. Dann nerven die hier auch nicht rum mit ihrem Rumgeklapper. Okay. Ups. Nein. Okay. Nein. Muss ich mir wirklich überlegen, was ich da so ein bisschen als Deko hinsetzen werde. Aber gut, das ist jetzt noch eher unwichtig. Erstmal geht es darum, den Turm ordentlich aufzuteilen. Das ist das Wichtigste erstmal. Und dann kann man weiter gucken. Ich hätte vielleicht erst den Boden tauschen sollen. Würde ich mir jetzt hier diese Maßarbeit ersparen, meine Herren. So. Okay. Huch. Na super, Mensch. Okay, wunderbar. Jetzt gehen wir her und werden das folgendermaßen machen. Es gibt da die Bruchsteinmauern. So zum Beispiel, wie sähe das aus? Standardtexturenpaket. Das sieht sogar ziemlich dumm aus. Na gut. Wenn es im Standard schon beschissen aussieht, dann wird es in anderen Texture Packs noch beschissener wahrscheinlich aussehen. Ich weiß, die Logik ergibt keinerlei Sinn. Aber hey. Nee, ich mache das einfach, wie ich das in der Regel immer mache bei solchen Aufgängen. Ich mache das mit ganz normalen Holzzäunen. Oder mit Glas. Oh, mit Glas. Das ist eine gute Idee. Oder mit Eisen? Nee, mit Glas. Normalen Glasscheiben. Nee. Schwarzem Glas. Ooh.
Oh. Das ist gut. Das gefällt mir. Yes, yes, yes. Okay, dann machen wir hier einen Durchgang raus. Okay. Jetzt mache ich erstmal Folgendes. Ja. Das machen wir mit den gemeißelten Ziegeln hier immer noch. So. Jetzt müssen wir so ein bisschen rausgucken. Dann geht's hier so ein bisschen runter. Okay. Und jetzt machen wir hier 2, 1, 1, 2. Doch, ja, so. Jawohl. Okay. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. So. Und so. Ja. Und dann haben wir hier so eine schwebende Plattform erstmal. Da kommt dann irgendwas drauf. Garten oder sowas. Garten? Garten. Garten. Da kann man eigentlich einen Garten reinsetzen. Ja. Moment. Dann machen wir das so. Zack, 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 zack. So, und dann die Ecken noch jeweils einen Block. Okay, und hier kommt dann Gras rein. Kann man da ja noch so einen Brunnen reinsetzen oder sowas. Jawohl. Okay. Dann brauchen wir das hier. So. So ein bisschen als Rand quasi. Da werde ich dann entweder weiter mit Ziegeln das höher setzen oder eventuell mit den. Da kann ich vielleicht sogar mit den Steinzäunen arbeiten. So, und dann dann so. Ups. Von unten nach oben an die Decke bauen, da wird mir immer total schlecht bei. Ey, doch. Na gut. So. Dann lassen wir das so ein bisschen unten rund zulaufen, würde ich sagen. Ich versuche das einigermaßen exakt hier zu machen. Damit ich hier später nicht durcheinander komme. Damit ich noch weiß, wo ich welche Blöcke hinsetzen muss.
Okay. Das sieht ziemlich symmetrisch aus. Ja. Ja, da werde ich jetzt noch keinen Glowstone oder sowas reinsetzen, weil ich da eh wahrscheinlich die Erde aufschlag, damit ich da einen Brunnen oder sowas bauen kann. In der Art. So. Da habe ich doch irgendwo einen zu viel, oder? Ah, ne, das ist doch die gleiche Ecke. Okay, gut. Ich dachte schon, ich hätte irgendwas verkackt gerade. Na gut. Okay. Dann hier. Ach, Katastrophe, ey. So. Muss echt aufpassen gerade, dass ich mich hier nicht verbaue. Gar nicht so einfach, hier jetzt noch den Überblick zu behalten im Moment. Okay. Dip, dip, dip. Dip, dip, dip. Dip, dip, dip. Na, jetzt haben wir es gleich. Dip, dip, dip. So. Und zack. Wunderbar. Das ist ja ein Traum, ist das. Okay. Ich glaube aber, ich werde hier auch nicht mit dem Zaun arbeiten, sondern eher mit noch einem Layer an Ziegeln. So. Ups. Das sollte da nicht hin. Und dann kann man sagen... das machen wir so. Okay, das ist in Ordnung. Jawohl, ja. Dann machen wir es so. Ich versuche das einigermaßen symmetrisch zu halten. So. 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 Und so. Beziehungsweise eigentlich kann man die beiden da hochziehen. Ja, das sieht besser aus. Vielleicht mach das so. Das sieht doch nämlich noch einen Zacken besser aus. So. Okay. Okay, okay, okay. Dann. Dann brauche ich hier Steinziegeltreppen. Jawohl. Machen wir mal so. Ups. So ist besser. Was noch viel besser ist, ist, wenn ich hier noch Steinziegelstufen hernehme.
die da drunter setze. Das kommt nämlich noch einen ganzen Zacken cooler. Viel besser. Viel, viel, viel besser. Jawohl. Okay. Dann. Jetzt muss ich mir überlegen. Gelbes Glas. Hier soll offen sein. Machen wir das so. Jawohl. Okay. Machen wir mal so. Ich will nur nicht, dass das so eckig aussieht. Okay, wir machen das jetzt erstmal so fertig. Okay, jetzt brauche ich nochmal die Steinstufen. Dann mache ich das so. Nee, ich mach das anders. So. So, jetzt schauen wir mal. Okay. Doch nur so. So. Und so. Jetzt werde ich da die Stufen draufsetzen. Ups. So, und dann nehmen wir die hier. Ist immer ein bisschen schwierig, so um Kurven Treppen zu bauen quasi in Minecraft. Aber das habe ich schon mal irgendwann gemacht und das hat ganz gut eigentlich funktioniert. Ich denke, das kriege ich auf den Kasten.